Freitagmorgen, kurz vor 6 in der Früh. Herzlich willkommen zu einem weiteren, ja, ich sag mal, gechillteren Extremmarsch. Keine Woche ist vergangen, da will ich schon wieder losziehen. Und heute würde ich mal in eine ganz andere Richtung von Köln weglaufen, nämlich nach Aachen. Und damit würde ich sagen, Track-Aufzeichnung wird gestartet und los geht's. Gleich 10 nach 7, Kilometer 3. Herzlich willkommen in Marsdorf. Leute, bei der Anmoderation eben habe ich es tatsächlich geschafft, 3, ja, mehr oder weniger Fehler einzubauen. Also erstens war es nicht kurz vor 6, sondern 7:15. Zweitens habe ich eine Information vergessen, und zwar ist eine Woche gerade mal vergangen, etwas weniger, 6 Tage seit dem vergangenen Mammutmarsch mit Nino und Herbie. Und die dritte Sache war gewesen, ich laufe in eine andere Richtung, weg von Köln, und zwar nach Westen. Also ein Satz, 3 Informationen fehlgeschlagen, stramme Leistung. Ja, das ist früh morgens, bin ich immer noch nicht so richtig wach. Das dauert dann so, ja, manchmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Jetzt bin ich aber im Lauf und ja, ich würde sagen, machen wir gleich mal so einen kleinen Schlenker vorbei am Tarmcenter. Kurz nach 7:30, Kilometer 6. Herzlich willkommen in der Werner von Siemens Straße in Frechen. Leute, hier stehe ich jetzt vor dem Eingang des ehemaligen Tarmcenters. Da kann man noch sehen, das war ja dann lange Zeit. Das war, lass mal überlegen, bis 2000 irgendwas. Ich kriege es gar nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall danach hieß es dann UBQ. Das ist vollends gefloppt. Danach war das so türkische Veranstaltungs Hochzeitsraum gewesen oder was. Und ja, das lief irgendwie alles nicht. Und jetzt liegt das auch schon seit ein paar Jahren, so wie ich weiß, brach. Aber immer wenn ich hier so hinkomme, Leute, da wird wieder so ein richtig schönes Feuerwerk an Erinnerungen wach. Allein schon der Weg hierher eben, ne, da kommen wir an diesem kleinen Sparkassenhäuschen vorbei. Also die meisten Leute, die früher hier im Tarmcenter feiern waren, die kennen diese kleine Sparkasse, die kennen den McDonald's. Ne, da ist man nach dem Feiern gerne eingekehrt, wenn man es denn an den Polizeikontrollen unbeschadet vorbei geschafft hatte auf der nächsten Hauptstraße da. Ne. Und ja, jetzt müssen wir auch wieder hier zurück auf den Track. Ich habe nämlich dieses Mal wieder mit Komoot geplant und werde aber, wenn der Weg mir doch blöd erscheint, abweichen. Ne, so wie jetzt gerade, Tarmcenter, der war natürlich nicht drin. Aber so, mal gucken, wir müssen weiter Richtung Westen. Ja, da gehen wir einfach links. Ja, gut, ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Warte mal, hey, just fit. Jetzt gehen wir hier auf die Bonnstraße. Genau, da war früher mal eine große Firma, da war ich früher auf dem LKW gewesen, die Deutsche Steinzeug, da haben wir so irgendwelche Wasserrohre immer abgeholt und auf die Baustelle gefahren. Ich meine, hier war das. Gut, weiter geht's. Fünf vor acht, Kilometer 8. Herzlich willkommen in der Frechener Fußgängerzone. Hier ist noch alles ziemlich ruhig. Ja, wird aber wahrscheinlich auch nicht viel Tumult hier entstehen. Was rede ich überhaupt? Naja, auf jeden Fall würde mich mal interessieren. Einige von euch Zuschauern waren ja auch bei dem Mammutmarsch mit dabei gewesen. Und da frage ich mich, wie lange eure Regenerationszeit so ist. Ja? Ne, ab wann ihr wieder normal laufen könnt oder ob ihr dann... Was ihr dann macht, also ihr versteht die Frage, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin vergangenen Dienstag schon die ersten 15 Kilometer, glaube ich, wieder gelaufen. Am Mittwoch, ich glaube, schon wieder 20 und heute direkt mal wieder nach Aachen. Wenn ich so ganz in mich reinhorche, merke ich immer noch so ein bisschen, ganz minimal in den Beinen, die Anstrengung von den vergangenen 150 Kilometern. Aber so ist natürlich jeder Körper unterschiedlich. Und da würde mich eben mal interessieren, wie lange das bei euch so dauert, bis ihr sagt, jetzt bin ich wieder auf 100% Leistung. So, damit geht es hier auch weiter durch die Fußgängerzone. Hier ist für mich absolutes Neuland. Hier bin ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben. Ist es wahr? Leute, weiter geht's.
5 vor halb 9, Kilometer 12. Herzlich willkommen im ehemaligen Frechener Tagebau. Damit sind wir jetzt auch schon im rheinischen Braunkohlerevier. Hier wurde laut meinen Informationen bis 2003 Braunkohle abgebaut. Und ja, seitdem wird das hier nach und nach verfüllt mit Abraum vom Tagebau Garzweiler und sowas. Und da hat man hier so ein so eine Art Naherholungsgebiet draus gemacht. Wirklich schön ist es jetzt hier nicht. Hier kann man zwar rumlaufen, aber schön geht anders, ne? Ist auch egal, das ist so eine kleine Zwischenstation. Ich bin heute unterwegs, um hier Kilometer zu schrubben wieder. Habt ihr auch schon gemerkt, hier gibt es keine gestellten Vorbeilaufzehen. Ich will permanent in Bewegung bleiben und das am besten bis nach Aachen durchgehend. Also Leute, weiter geht's. Fünf nach neun, Kilometer 17. Ich befinde mich jetzt hier parallel auf einem Waldwanderweg, wie auch immer, parallel zur A4. Der nächste Ort, den ich gerade ansteuere, Götzenkirchen. Götzenkirchen? Leute, ich bin nicht in der Lage, mir einen Ort zu merken. Doch, Götzenkirchen, so heißt er. Genau, auch für mich eine Premiere. Habe ich noch nie von geholt und bin jetzt das erste Mal da. Naja, auf jeden Fall, ich finde das immer so richtig entspannend. So Autobahn, ja, dieses Rauschen. Ich fühle mich da richtig wohl dabei. Das ist so ein, es ist zwar sehr laut, aber das gleiche Prinzip wie bei meinem Blasfifi, wenn ich mir den einschalte. Das ist so ein weißes Rauschen und durch seine Monotonie wirkt das eben sehr entspannend, ja. Problem ist natürlich, wenn da irgendwie ein LKW hupt oder PKW mit quietschenden Reifen bremsen müssen. Das ist natürlich nicht so schön, aber dieses monotone Rauschen von der Autobahn, das finde ich richtig klasse. Ich mag das total. Ne? Ja, könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr das auch so empfindet. Ne? Viele, glaube ich, empfinden hier sowas als extrem störend. Also wenn man jetzt richtig parallel dazu laufen müsste, wie an so einer Landstraße, ist das natürlich der absolute Terror. Ne? Aber wenn da so 100 Meter dazwischen sind und das Rauschen hier so ankommt, finde ich richtig geil, Leute. Ja, so hat jeder seine Vorlieben. Und jetzt, wie gesagt, geht's durch Götzenkirchen und weiter. Uhr 36, 19,67 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen auf Kerpener Stadtgebiet. Jetzt habe ich mich gerade verfranst. Ja, aber ich glaube, hier lang kann das sein. Ich würde den Zoom was hochstellen. Ja, sieht gut aus. Alles richtig gemacht. Sehr gut. Ja, genau, hinter mir dieses Kerpener, was ist das? Das sind Einkaufsdingen. Kerpen, laufen wir jetzt so dran vorbei, streifen das so ein bisschen. Leute, hier kommt jetzt gerade die Sonne raus. Das ist wieder richtig geil. Richtig geiles Sommerwetter. Wirklich blauer Himmel, keine Wolke am Sicht. Keine Wolke in Sicht. Entschuldigung. Ja, und Komoot habe ich ja, wie gesagt, die Tour hier geplant mit Komoot. Und Komoot macht das immer sehr wanderstreckenlastig, habe ich so den Eindruck. Ne? Ich habe das mal so ein bisschen verglichen mit der Google Maps Routenplanung und der fühlt mich da hätte mich eiskalt geführt, immer über Landstraßen und solche Sachen. Und Komoot ist natürlich ein bisschen länger. Dafür guckt das System da aber, dass man da viel Wanderwege hat, Waldstücke und sowas und eben von solchen Landstraßen, wo es auch geht, verschont bleibt. Das ist sehr angenehm. Weiter geht's. Kurz vor halb elf, Kilometer 26, herzlich willkommen hier in Dorsfeld. Dors, was war das? Ach Leute, ich kann mir sowas nicht merken, das kann doch echt nicht normal sein, ne? Dorsfeld, ja, Kiesgrube Dorsfeld, die liegt jetzt hier irgendwie zurück, da wird ausgekiest und Kies hergestellt und gewonnen und abtransportiert. Naja, auf jeden Fall merke ich jetzt so langsam doch schon die Anstrengungen vom vergangenen Mammutmarsch, ne, die 150 Kilometer. Natürlich nicht spurlos um mir vorbei. Ich merke es, meine Oberschenkel melden sich, die sind ziemlich träge und ja, sie wehren sich nicht weiterzulaufen, aber ich spüre halt die Anstrengung. Ne? Aber ich denke immer, das ist gutes Training, um auch seine Kondition weiter auszubauen. Deswegen bleibe ich da erstmal dran.
Das Problem ist halt mit dieser Landschaft hier gerade, dieses flache Felder und sowas. Leute, das ist sowas von ja, nicht ansprechend, will ich mal vorsichtig formulieren. Und da muss man dann auch ja, so eine gewisse mentale Stärke mitbringen, das hier durchzuziehen. Weil wenn das ist wirklich immer richtig faszinierend, wie stark die Umgebung sich auf die Laufleistung niederschlägt. Ne? Wenn man sich in der Umgebung nicht wohlfühlt, dann macht das Laufen auch keinen Spaß, dann geht die Leistung runter, ihr versteht. Aber da müssen wir uns jetzt wie immer mal durchbeißen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, erzähle ich euch mal so ein bisschen über einen Film, den wir gerade abends schauen. Immer so häppchenweise, wenn wir uns abends hinlegen mit meiner Freundin, dann gucken wir vielleicht eine halbe Stunde DVD. Dann schlafen wir meistens ein. Also ich bin der Erste, der schnarcht, ne? Und dann dauert das schon mal so 4-5 Abende, bis wir dann so einen Spielfilm durchgeschaut haben. Ja, und momentan schauen wir eben einen Film, den habe ich bei eBay ersteigert. Da habe ich mich so drüber gefreut, dass ich den bekommen habe. Denn ich dachte eigentlich, dass der indiziert wäre. Also in Deutschland verboten, nicht erhältlich. Auf jeden Fall ist das der Film Brain Dead aus dem Jahre 1992 von Peter Jackson, einem ganz großen Regisseur. Der ein oder andere kennt den Film vielleicht. Das ist wohl der, ja, der blutrünstigste Splatterfilm aller Zeiten. Ja, und der ist sowas von abgrundtief absurd in seiner Brutalität und Perversion, dass man den schon gar nicht mehr ernst nehmen kann und damit wieder als Komödie fast schon durchgeht, ne, die man auf so einer Halloween-Party zu Hause vielleicht nebenbei laufen lassen kann, als Unterhaltung. Ja. Da sind halt Szenen dabei, da ist der Hauptdarsteller Lionel, ist ein junger Mann, der mit seiner Mutter, ich glaube in Neuseeland, wo spielt das Ganze, der wohnt mit seiner Mutter in einem Haus und die Mutter wird von einem Affen mit so einem Virus infiziert und die verwandelt sich dann eben in so einen blutrünstigen Zombie. Die verliert dann beim Essen ihr Ohr, das fällt in die Suppe rein, dann isst sie das Ohr auf und also ganz absurde Dinge passieren da. Und der Lionel, der hat dann auch so eine Freundin später, weiß gar nicht, wie der Mädel heißt. Auf jeden Fall, die Mutter frisst dann auch den Hund von seiner zukünftigen Freundin auf. Und dann sieht man so eine Großaufnahme, da sind wir jetzt gerade da dran, wie der Lionel eben den Schwanz packt, der Mutter noch so aus dem Hals hängt. Alles Blut verströmt und verschmiert und Pelz und sowas. Und dann zieht der da so einen halben oder so einen Meter langen Kadaver aus dem Mund und Hals der Mutter raus. Die Kamera hält voll drauf. Also Ekelfaktor richtig gut. Und ja, eben aufgrund seiner Absurdität nicht mehr wirklich ernst zu nehmen, der Film, unterhält einen sehr gut. Ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Da war ich, glaube ich, 16 oder 17. Da konnte man den noch in der Videothek auf VHS ausleihen. Und das finde ich auch so eine Sache. Ich finde das gut. Der ist erst auf DVD, die Version, den ich habe. Und der ist nicht irgendwie geremastert, aufpoliert oder sowas. Das heißt, da sind noch immer wieder so kleine analoge Bildstörungen drin. So ein relativ starkes Bildrauschen bringt der auch mit. Wie eben die Aufnahmen damals, die auf VHS drauf waren. Und das finde ich halt richtig toll. Sowas verleiht so einem Film immer noch richtig Authentizität. Ne? Solche geremasterten alten Schinken. Beste Beispiel, Tanz der Teufel. Habe ich auch als geremasterte Version zu Hause. Und mit dieser digitalen Aufpolierung ist vollkommen der Charme verloren gegangen. Das macht mir persönlich keinen Spaß, den zu gucken. Ne? Tanz der Teufel, auch ein richtig geiler Klassiker. 1981, der war ja auch immer nur in der Videothek unter dem Tresen zu kriegen, meine ich. Dabei ist er auch indiziert gewesen. Und als dann die geremasterte Version rauskam, habe ich direkt zugeschlagen. War aber sehr enttäuscht, weil einfach dieses Bildrauschen fehlt. Und manche Szenen, die sind einfach, da sind das, ist da so Flackern und Bildstörungen drin. Und das gehört zu so einem Horrorfilm der 80er Jahre einfach dazu. Das macht auch den Charme aus. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das seht. Ob ihr da auch ähnliche Erfahrungen habt. Und ja, jetzt geht's hier weiter. Übers Feld, eine Weggabelung. Wo wird der Weg uns lang führen? Oh mein Gott, wir müssen links. Weiter geht's. Herzlich willkommen zurück. Als nächstes gehen Grüße an folgende Kanalmitglieder raus: Robert Otto, Jenny W., Domi Fisch, Sven Rosinski, Jörn, Watson23, Alexandra geht raus, Jack Brochetto, Auf Tour mit Daniel. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Dagama Outdoor. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Jörg Müller. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen aus dem sonnigen Solingen. Lydia. Hallo, moin. Radeln und Wandern.
und Thomas auf Wanderschaft. Und damit dann herzlich willkommen in Leverkusen, direkt am Rhein. Vielen Dank für eure regelmäßige Unterstützung meines YouTube-Kanals und jetzt geht's zurück zur Wanderung. Uhr 25, Kilometer 32, herzlich willkommen. Ja, ich glaube, das ist noch Stadtgebiet Buhr, aber der Ort Buhr an sich liegt schon hinter uns. Kurze Information, da habe ich dann eben auch kurz einen Akkuwechsel gemacht beim GPS-Gerät und beim Wiedereinschalten vergessen, die Track-Aufzeichnung zu starten. Und jetzt haben wir da eine Lücke von etwa 300-400 Metern. Kann sein, dass Komoot das selbstständig wieder auffüllt oder auch nicht. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Auf jeden Fall habe ich es dann später wieder gestartet und jetzt läuft die Aufzeichnung wieder. Naja, auf jeden Fall linker Hand sehen wir jetzt hier. Ja, so ein Schienenpaar und da haben wir eben auch schon so ein Waggons drüber fahren sehen und ich glaube, dass die da mit Kohle transportieren, die aus einem der Tagebauten hier gefördert wird, um es direkt ins nächste Kraftwerk zu fahren. Aber das hat auch so gedampft, was da drin war. Ich weiß nicht, ob er das erkennen konnte. Vielleicht ist das aufgrund der Sonneneinstrahlung, dass die Feuchtigkeit da verdampft. Vielleicht ist das aber auch ganz was anderes. Vielleicht transportieren die Schlacke von irgendeinem anderen Werk hier ab. Und das ist gar keine Kohle. Leute, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall da hinten am Horizont. Ich hoffe, man kann es vielleicht erkennen. Da seht ihr so einen leichten Hügel, so eine Erhebung. Das ist laut Garmin der Tagebau Waldhof Neuetzweiler. Oder was war das jetzt? Ach, mit diesen Namen, ganz schlimm. Ja, also hier steht Waldhof Neuetzweiler. Ich glaube, das ist so ein Tagebau, ne? Ja, auf jeden Fall kommen wir später noch an Inden, Tagebau Inden auch noch vorbei. Ob wir da wirklich richtig nah rankommen, um mal was zu sehen, weiß ich nicht. Heute geht es, wie gesagt, darum, hier Kilometer wieder runter zu putzen. Das klappt bisher ganz gut. Aber wenn man da vielleicht mal so in die Nähe von so einem Skywalk kommt. Ich glaube, Inden hat auch einen Skywalk. Ich bin nicht ganz sicher. Wenn es irgendwie machbar ist, werde ich da auf jeden Fall mal einen Zwischenstopp machen. Leute, diese Tagebaus, wie auch immer, das sind solche Kraterlandschaften. Das ist wirklich phänomenal. Ich bin ja damals in Garzweiler, war es glaube ich, mit der Drohne notgelandet bzw. abgestürzt. Und ja, das war glaube ich auch der größte Tagebau mit 8 oder 10 Kilometern Durchmesser. Leute, da, wohin das Auge reicht, nur Förderbänder, kahle Stellen, Kraterlandschaften, weiß ich was noch alles. Und alles nur, um unseren Energiehunger zu stillen. Nach 12, Kilometer 39. Herzlich willkommen bei Arnoldsweiler. Das ist jetzt hier auf der anderen Seite gegenüber von der A4. Das ist das nächste Örtchen hier in der Nähe. Ja, kenne ich alles nicht, aber egal. Naja, auf jeden Fall geht es hier zügig voran. Ich bin aber deutlich langsamer unterwegs als beim Mammutmarsch, ne, ist klar. Einfach diese Challenge-Situation ist nicht da. Da wird man halt langsamer. So, und jetzt sind wir bei 6,9 km/h. Waren eben mal kurzzeitig bei 7, aber so, jetzt sehe ich hier gerade, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier so einen matschigen Trampelpfad langlatschen, direkt parallel zur A4, ohne Lärmschutzwand. Oh, Leute, Matsch auf dem Boden, da kriege ich immer, Mann, da gehen dir die Füße weg, da rutscht dir das Herz in die Hose, boah, da kriege ich mal richtig, da schwillt mir so die Krawatte bei so einer Scheiße, ne? Hier Matsch auf dem Boden überall, ja. Jetzt habe ich auch gerade keine Lust mehr, über weitere Horrorfilme zu erzählen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder einkriegen. Bis später. Kurz vor 1, Kilometer 43, Marathon ist voll, richtig geile Sache. Herzlich willkommen in Köttenich. Ja, ich glaube, das Joho zu Düren, das hätte jetzt mit Düre zu tun, weil die Autos ja alle ein Dürener Kennzeichen haben. Ne? Und Düren selber kommen wir aber, glaube ich, gar nicht durch. Ja,
Ja, ist auch wurscht. Wie gesagt, geht ja hier nur um Kilometer machen. Ich bin jetzt auch wieder richtig gut im Lauf. Habe mir eben so einen ganz einfachen Müsli-Riegel mit Schokolade reingezogen. Das wirkt auch oft Wunder, ne? Schokolade, paar Kohlenhydrate. Und da geht jetzt auch gerade wieder so eine schöne, wohlige Energie durch mich durch. Das beschleunigt. Das Wetter ist geil. Auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall, denke ich, schon weit über die Hälfte jetzt geschafft an Strecke. Mein Ziel in Aachen ist übrigens der Aachener Dom. Es gab ja von euch immer wieder mal so in den Kommentaren und auch E-Mails, die ich gelesen habe, warum ich denn immer nur nach Süden laufe oder so, ne? Warum nicht mal nach Westen? Und das war so auch mit der Grund, warum ich heute mal eine ganz andere Himmelsrichtung von Köln aus eingeschlagen habe, ne? Einfach auch mal so, wow, das sind diese Hundepfeif-Sensoren, habt ihr das gehört vielleicht? Da wieder so eine extrem hohe Frequenz, so ganz scharf an der Hörgrenze, einige 10 Kilohertz, wahrscheinlich für irgendwelche Tiere zu verjagen. Vögel, Hunde, Katzen, Maulwürfe, Ratten, weiß ich, was hier alles rumkreucht und fleucht. Und mit so einem Bewegungssensor, dann stößt dieses Viech da diesen Piepton aus. Ja, jetzt stehen wir hier an der Baustelle. Ja, Leute, das ist ja wieder was. Jetzt ist man hier gezwungen. Ah, ganz schlimm. Vorne steht ein Bagger und wir müssen hier links runter. Leute, das ist doch richtig scheiße, oder? Ja, ist mir jetzt real. Keine Zeit hier irgendwie groß noch Umwege zu laufen. Ja, sollen sie meckern, ist mir egal. Gehen wir erstmal hier jetzt weiter. So, also, könnte nicht. Läuft. Vielleicht müssen wir rechts abbiegen. So, jetzt haben wir hier auch mal gerade so eine Lücke im Verkehr. Das ist sehr gut. Der kommt gerade nur von einer Richtung. Alles richtig gemacht, Leute. Weiter geht's. Vor 2, Kilometer 48, herzlich willkommen. Ja, hier auf dem Acker, rechter Hand ist wohl der Tagebau Inden. Und da kann man auch so, ja, ich würde dazu jetzt Schaufelradbagger sagen, aber ich glaube, die heißen anders. Die heißen irgendwie Abräumer oder so. Ja, diese, kann man das erkennen, dieses Stahlkonstrukt, was da rausschaut mit diesem Rad vorne dran. Oder Abräumer, keine Ahnung, wie die heißen. Auf jeden Fall, da ist ein Schaufelradbagger. Und wenn ich mir das auf dem GPS-Gerät hier so anschaue und bedenke, dass das Kartenmaterial schon etwas älter ist, dann stelle ich fest, dass der Tagebau da schon ein ganzes Stück näher gerückt ist, weil hier, wo hier noch normal Wege, Feldwege wären, das ist jetzt schon alles weggebaggert und das rückt halt näher. Ja, bis wohin das passiert, keine Ahnung, aber es wird ja immer wieder publik, dass für solche Tagebaue ganze Ortschaften weichen müssen, ne? Wie damals, wo ich da mit dem Kollegen in dieser Kirche gewesen bin. Die ist mittlerweile auch dem Erdboden gleichgemacht. Ja, hier also, ne, freie Feld, da hinten wieder ein nächstes Kraftwerk, linker Hand bzw. rechter Hand, die A4. Da hört man komischerweise jetzt so gar keinen Lärm. Hängt vielleicht auch mit dem Wind zusammen, der kommt nämlich von da. Und dann trägt er den Schall dann wahrscheinlich rüber. Wahnsinn. Komisch. Ja, Leute, viel fällt mir gerade auch nicht ein. Weiter geht's. Kurz vor 3, Kilometer 53. Jetzt haben wir hier so gerade den ersten Tiefpunkt auf diesem Marsch. Ich fühle mich ziemlich, die Beine sind schwer wie Blei. Jeder Schritt will hart erkämpft sein. Und das ist gerade echt nicht schön, ne? Ich würde mich jetzt am liebsten ja einfach jetzt hier, wo ich bin, einfach auf den Boden setzen, Füße hochhalten und einfach so ein bisschen entspannen, ausruhen. Aber nein, Leute, ich will durchziehen. Ich will es bis nach Aachen ohne Pause schaffen. Und ja, da muss man solche Tiefdinger da einfach irgendwie versuchen wegzubügeln, zu ignorieren. Ne? Wenn es natürlich irgendwie Schmerzen gibt oder so, da sollte man dann schon gucken, dass man vielleicht auch mal Pause macht. Aber wenn es einfach nur Ermüdungserscheinungen sind und Motivationstiefs,
Ja Leute, das nützt nichts. Da muss man sich einfach durchquälen. Ne? Und je öfter man das macht, desto mehr Übung kriegt man dann auch. Wow, ja, und wenn man dann hier sowas sieht, ne? So ein geiles Panorama. Ey, da geht jetzt von einer Sekunde auf die nächste meine Laune hoch. Das könnt ihr gerade nicht vorstellen. Dieses Kraftwerk da, Kohlekraftwerk, ne? Das sieht man auch immer, wenn man eben über die A4 fährt. Ja, ein wirklich monumentales Bauwerk. Aber leider müssen wir da nicht hin. Trotzdem gerade mal so ein bisschen Blick genießen. Vielleicht einfach mal hier 2 Sekunden jetzt stehen bleiben. Einmal kurz hier aufstützen auf das Gitter. Den Rücken ein bisschen, die Wirbel so aufmachen, mit die Bandscheiben sich so ein bisschen vollsaugen können, wieder mit Flüssigkeit und dann auch wieder weitergehen. Leute, geil. Geil, geil, geil. Solche Kraftwerke, ich feiere die jedes Mal. Und ihr seht, das tut meiner Stimmung auch richtig gut. Weiter geht's. Uhr 15, 57,71 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen in Eschweiler. Ja, das hier ist sowas wie eine größere Stadt. Ne? Bisher waren ja nur kleine Ortschaften oder Dörfer. Ist auch wieder ganz schön, auch wenn es hier jetzt wieder laut ist an der Straße. Aber für mich ist das ganz schön, mal wieder so andere Eindrücke zu bekommen. Ne? Wenn man da die ganze Zeit über diese Felder drüber trottet, das ist, da kommt so überhaupt kein Input. Ne? Und da ist mir jetzt der Lärm hier auch relativ egal. Das ist gerade wirklich eine willkommene Abwechslung. Und ja, gerade bei meiner fortschreitenden Oh Leute, ich komme nicht drauf. Ich bin im Arsch. So, das heißt es. Ne? Das ist anstrengend. Meine Beine tun weh. Auch dieser kleine Euphorie-Hüpfer da von dem Kraftwerk vorhin. Das war auch schnell verflogen wieder. Das ist wirklich nur noch ganz trockenes Durchbeißen hier, aber ich denke, wir werden das auf jeden Fall schaffen. Schaffen werden wir das. Die Frage ist, ob mit oder ohne Pause bis nach Aachen, ne? Werden wir sehen. So, jetzt erstmal hier Eschweiler. Boah, liebe Leute, es hat nicht sein sollen, ich muss eine Pause machen, Zwangspause, denn mein Trinken hier ist leer. Und damit sage ich jetzt herzlich willkommen nach 60,01 Kilometern, Wahnsinn, um 15.47 Uhr hier beim Lidl, irgendwo in Eschweiler. Gucken wir mal, wie die Straße hier heißt. Aachener Straße, der Aascher Straße, sind wir ja fast da, geil. Ja, auf jeden Fall habe ich dann hier direkt noch so ein paar Kleinigkeiten eingekauft. Hier eine Fassbrause, so ein bisschen was, wie heißt das, Isotonisches und ein Bounty. Leute, das ist mir an der Kasse so ins Auge gesprungen, da habe ich jetzt so Bock drauf gehabt. Aber wichtiger ist auch so ein bisschen was Salzhaltiges mal wieder. Hier so ein Brezel aus der Selbstbackabteilung da. Oh. Mmh. Geil, schon richtig schön alt, super Sache, macht aber nichts. Jetzt werde ich hier das ein bisschen essen, trinken. Leute, das wird hier ruckzuck richtig kalt jetzt auch. 60 Kilometer ohne Pause durchgezogen, das ist ja auch schon mal weit. Ne? Schade, hätte ich noch genug zu trinken gehabt, hätte ich die restlichen Kilometer auch noch gemacht. Vielleicht so 15, 16 Kilometer noch, dann wären wir da gewesen. Aber ist halt so, mäße nichts dran, gleich geht's weiter. 16.02 Uhr, die Pause ist geglückt und vorbei. Hat auf jeden Fall gut getan und das war gar nicht so verkehrt, dass ich ja Zwangspause machen musste. Denn jetzt auch durch die Brezel und so, da kommt wieder neue Energie rein und fühlt sich wieder richtig gut an. Aber nicht von den Beinen und Füßen her. Ich gehe gerade wieder wie so auf rohen Eiern. Habe auch die Blasen vom vergangenen Mammutmarsch, die habe ich auch wieder schön gereizt und das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Also, ne, wenn man sich das da wieder aufläuft, was gerade so am Verheilen gewesen war, Leute, das ist scheiße, ne?
Aber wie gesagt, wenn der Schmerz, der geht dann so nach ein paar hundert Metern vorbei und dann kann man wieder halbwegs normal laufen. Aber bis es soweit ist, dann ist das schon eine richtige Qual. Ne? Aber durchbeißen, weiter geht's. Vier Minuten vor 17 Uhr, Kilometer 66. Herzlich willkommen im Würseler Stadtwald. Da stand eben so ein Schild. Auf jeden Fall so ein kleines Waldstück hier. Da war auch eben so ein Wanderparkplatz. Und das macht hier schon einen relativ freundlichen Eindruck. Also auf jeden Fall sehr viel besser als diese öden Feldwege die ganze Zeit. Leute, das ist echt die Pest. Ne? Und das ist dann schon mal schön, wenn man hier so ein kleines Stück Wald hat, was auch wirklich Wald ist und nicht Forst. Ne? Den Unterschied merkt man auch. Forst, da stehen die Bäume manchmal wirklich wie im Schachbrettmuster angeordnet. Und das hat überhaupt nichts Natürliches mehr irgendwie. Ne? Und hier stehen die Bäume, wie sie wollen, wie sie gerade wachsen wollen. So, gucken wir mal. Haben jetzt noch irgendwie ja, gerade die Abbiegung verpasst. Hier hätte man hochgemordt. Haben noch 9 Kilometer bis nach Aachen jetzt. Das ist schon in greifbarer Nähe, ne, auf diese Gesamtdistanz. Da ist jetzt noch ein Katzensprung. Leute, ich freue mich auch, wenn ich langsam da bin. Und weiter geht's. Uhr, 69,6 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen auf Aachener Stadtgebiet. Ich bin jetzt hier noch in so einem Vorort von Aachen und auch schon quasi wieder rausgegangen. Und Leute, was soll ich sagen? Wie auf Knopfdruck wurde das hier jetzt richtig profilartig, das Gelände hier mit Höhen, Tiefen, Bergen, Tälern. Wenn man hier über den Berg guckt, da sind einige Hügel und sowas. Also ich bin ja geografisch total die Niete, aber Aachener Region, das grenzt ja auch so an die Eifel schon an. Und das scheint mir hier so die ersten Vorboten der Eifel zu sein. Leute, geil! Ne? Hier fühle ich mich direkt viel, viel wohler. Ne? Wenn man so ein bisschen Profil im Gelände hat, da kann man was sehen, Berge und dann wieder runter gucken. Und oh, richtig geil, was hier gerade passiert ist. Und das ging, wie gesagt, wirklich, als ob einer einen Schalter umgelegt hätte. Und jetzt wird die Landschaft schön. Klasse. So, jetzt haben wir noch, ich weiß es gar nicht genau, vielleicht 6 Kilometer bis zum Aachener Dom. Dann neigt sich die Tour ja auch langsam wieder dem Ende entgegen. Leute, aber bis hier muss ich sagen, alles richtig gemacht. Das war ein wirklich gelungener Freitag. So muss das sein. Und dann würde ich sagen, melde ich mich gleich, wenn nichts Spektakuläres mehr passiert, am Aachener Dom wieder. Liebe Leute, 18.32 Uhr, 76,3 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen hier vor dem Aachener Dom. Mein Ziel ist erreicht nach über 11 Stunden und 20 Minuten mehr oder weniger nonstop in Bewegung. Ja, ganz schön imposant. Damit würde ich sagen, Ziel erreicht. Ja, ganz interessant vielleicht noch. Ich habe eben von Aachen, von der Oerscher Straße gesprochen. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, wie spricht der Kölsche Aachen aus? Sagt der Orche oder Örsche? Also ich weiß ja, hier wird das Örscher platt gesprochen. Und ich erinnere mich ja noch an Opa Harry, wenn der eben von Aachen gesprochen hat, hat er immer von Örsche gesprochen. Und da bin ich mir gerade nicht sicher, da könnt ihr mir mal weiterhelfen, ob der Kölsche eben Orche oder Örsche sagt. Ja, liebe Leute, damit ist mein Ziel erreicht, Thema erledigt, haben wir das auch mal gesehen. Und damit geht es jetzt hier noch etwa 1,5 Kilometer bis zum Örscher Bahnhof. Und da geht es auch noch Huss. Und da wird es dann auch die warmen Abschlussworte von mir geben.
Und zack, schon sind wir auch am Bahnhof. 18.43 Uhr, 77,47 Kilometer gelaufen. Der Track-Aufzeichner zeigt ein bisschen weniger an. Das liegt daran, eben an den Stellen hier, da wo ich in Böhr den Akku gewechselt habe. Also Leute, eine schöne Tour, ein schöner Freitag geht für mich hier zu Ende. Und ich muss wirklich sagen, also Aachen, das bisschen, was ich hiervon jetzt gesehen habe, das ist eine richtig noble, stilvolle Stadt. Und auch dieser Bahnhofsvorplatz, Leute, alles picobello, sauber, schön beleuchtet. Da vorne ist noch so ein Springbrunnen. Ja, eine kleine Geschichte noch. In Aachen bin ich nicht zum ersten Mal, das ist schon etliche Jahre her. Da bin ich irgendwann mal volltrunken bis oben hin mit einem guten Kumpel mit dem Auto tief in der Nacht hingefahren. Ich glaube, so um 2 Uhr früh sind wir von Köln aufgebrochen und waren dann, keine Ahnung, wann hier gewesen. Und ich erinnere mich halt nur noch daran, dass wir diese Rotlichtstraße, die es hier irgendwo gibt, auf- und abgelaufen sind. Aber sonst sind die Erinnerungen verblasst. Und ja, man sieht sich halt immer zweimal, diesmal nüchtern und mit klarem Blick. Leute, was soll ich sagen? Ich bin jetzt raus, setze mich in die Bahn, fahre nach Hause. Madet Jod, schönes Wochenende, wir sehen uns. Genau, und ne, geht raus, bewegt euch, ihr wisst Bescheid, Madet Jod und tschüss.